So, und weiter geht's. Carlos, wir wollen Ihnen berichten, was wir gesehen haben und was wir geschafft haben. Ah, gut, dass du da bist. Sprich, wie sieht's aus? Ich habe da so einige Gerüchte gehört. Das Gold von Kapitän Romanov ist geborgen. Sehr gut. Das wurde aber auch Zeit. Ich dachte schon, der Mistkerl würde das Rätsel um den Verbleib des Goldes mit ins Grab nehmen. Gute Arbeit. Die Lage sollte sich mittlerweile entspannt haben. Ja, sieht ganz so aus, als hätten wir die Situation einigermaßen im Griff. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis der Don seinen Plan, die Stadt zurückzuerobern, endgültig aufgibt. Nun wird es Zeit, dass wir uns um den Artefaktschmuggel kümmern. Ich muss wissen, wie die Mistkerle die Artefakte aus der Stadt schaffen konnten, ohne erwischt zu werden. Das passiert am besten. Die Straßen deiner Stadt sind jetzt sauber. Ja, ich hörte schon, es seien tatsächlich alle Banditen des Don von den Straßen verschwunden. Sehr gute Arbeit. Mach weiter so. Du wirst es zu was bringen, Junge. Fehlt jetzt nur noch der Anführer der Bande hier in der Stadt. Wenn du noch dafür sorgen würdest, dass der Kerl auch verschwindet, dann wäre ich beeindruckt. Ich werde die Artefaktschmuggler für dich aufspüren. Viele vermuten, dass das Bordell am Hafenkai damit zu tun hat. Aber Sonja traue ich das nicht zu. Ich denke eher, dass die Banditen hinter der Sache stecken. Wenn du dafür einen Beweis finden würdest, könnten wir die Schmugglerbande endlich dingfest machen. Wegen der Banditen des... Skordo, der Anführer der Bande, hatte diesen Schlüssel bei sich. Das Ding sieht aus, als könne man damit in die Kanalisation eindringen. Verdammt! Hab ich's doch gewusst! Sie haben einen geheimen Tunnel gegraben. Und die goldenen Artefakte wurden genau durch diesen Tunnel aus der Stadt geschmuggelt. Dieses elende Pack von Verbrechern. Ich will gar nicht wissen, was uns schon alles durch die Finger geschlüpft ist. Gut gemacht, Kleiner. Hier, diese Belohnung hast du dir redlich verdient. Jetzt werden wir diese Artefaktschmuggler endlich dingfest machen können. Geh und greif dir den Mistkerl, der für diese Schweinerei verantwortlich ist. Ich will, dass er hinter den Mauern der Vulkanfestung über seine Taten nachdenkt. Er soll lernen, was es heißt, dem Orden der Heiligen Flamme zu trotzen. Okay, wir sollen jetzt Skordo loswerden. Das wird absolut kein Problem werden. Ich denke, wir gehen durchs Haus des Don. Wir müssen ihm ja nur sagen, dass er verschwinden soll. Verprügelt haben wir ihn ja schon mal. Elsa. Oh Mann, die auf offener Straße zu schlachten, das wäre voll fies, oder? Das wäre richtig fies, richtig, richtig fies. Du. Ich war's nicht ganz. Aha, Skordo, du bist am Arsch. Hör mal, du Mistkerl. Kann es sein, dass du mich verarschen willst? Wie kommst du darauf? In letzter Zeit gehen hier eigenartige Dinge in der Stadt vor sich. Meine Leute kriegen einen Arschtritt nach dem anderen. Weh dir, wenn du dahinter steckst, Freundchen. Schluss jetzt. Du hast keine Chance. Carlos kennt dein Versteck. Entweder du gehst jetzt freiwillig in die Vulkanfestung oder Carlos wird dich töten lassen. Schön. Ich gebe mich geschlagen und werde zur Vulkanfestung gehen. Aber ich merke mir deine Fresse und ein anderes Mal werde ich dir... Ja, genau. Ein anderes Mal. Verschon mich damit. Schon gut. Ich pack nur meinen Kram und dann geh ich. In Ordnung. Wir sehen uns in der Festung. Tja. Das war's. Wir haben gewonnen. Naja, wir haben nicht ganz gewonnen. Wir müssen noch zum Inquisitor kommen. Weil wir wollen ja wissen, was der Inquisitor vorhat. Wieso er die Leute hier einsperrt. Wieso er die Artefakte sucht. Und alles. Wir wollen schließlich auch herausfinden, was hier eigentlich abgeht. Die Stürme,
Das Monster, das der Inquisitor auf dem Schiff angegriffen hat, das den Tsunami ausgelöst hat und uns über Bord gespült hat. Wir wollen das ja schließlich alles wissen und jetzt kriegen wir dann die Möglichkeit, das rauszufinden. Ah, du bist es. Gibt es Neuigkeiten? Wegen der Banditen des Don. Der Anführer Skordo wird diese Stadt nicht mehr behelligen. Das sind die besten Neuigkeiten seit langem. Ich muss sagen, das hätte ich dir nicht zugetraut. Aber nun denn, du scheinst was ganz Besonderes zu sein. Du hast uns in dieser Stadt einen sehr großen Dienst erwiesen. Wenn ich etwas für dich tun kann, dann lass es mich wissen. Wie sieht's mit meiner Ausbildung in der Vulkanfestung aus? Ich denke, du bist jetzt soweit, junger Mann. Ich werde dir meine Empfehlung geben, wenn du es wünschst. Lass mich meine Ausbildung in der Vulkanfestung beginnen. Das werde ich tun, denn du hast nicht nur deine Loyalität unter Beweis gestellt. Auch Meister Belschwur hält große Stücke auf dich. Alle Achtung, das schaffen nicht viele. Nimm dieses Empfehlungsschreiben von mir. Du hast es dir verdient. Damit wird dich kein Ordenskrieger mehr außerhalb der Stadt behelligen. Geh damit rauf in die Vulkanfestung und lass dir alles Weitere erklären. Man wird dich fragen, ob du den Weg des Magiers wählst oder doch lieber Ordenskrieger werden willst. Deine Wahl entscheidet über dein weiteres Schicksal. Wähle also weise. Nun denn, ich wünsche dir viel Glück. Oh Mann, wir steigen Level um 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 Level auf. Aber viel können wir jetzt in der Stadt nicht mehr machen. Ich werde vielleicht irgendwann hier zurückkommen und die ganzen Bücher lesen. Was sein muss, muss sein. Die bergen viel nützliches Wissen. Und jetzt können wir auch durch das Haupttor die Stadt verlassen. Ich würde sagen, gehen wir am besten gleich mal Richtung Vulkanfestung. Was Besseres haben wir eh nicht zu tun und... Nun lass mich vorbei. Jawohl. Magnus. Ist schon ein bisschen seltsam, jetzt nicht mehr angegriffen zu werden. Ja. Aber wir haben gekriegt, was wir wollten. Wir haben gewonnen. Wir haben die Banditen vertrieben und die Stadt gehört wieder der Inquisition. Gehört jetzt vollständig der Inquisition. Ein Wieder gibt es da nicht. Aha, daneben. Eine Leiche. Meins. Einfache Truhe. Auch alles meins. Das ist alles meins. Alles meins. Gehört alles mir. Jetzt. Zumindest. Irgendwann mal. Ja, jetzt. Vulkanfestung. Also ihr kennt ja den Weg, wir sind ja hier schon mal entlang gekommen. Von der anderen Richtung her. Immer noch hier rum. Gucken wir mal, was das für ein Beutelchen ist. Stirb Keiler. Stirb Keiler. So. So.
Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Am besten sage ich, dass ich gar nichts sagen soll, sonst sage ich nur irgendwas und dann kommt irgendwie Blödsinn dabei raus oder sinnloses Gerede, was ich ja nicht will. Und ich meine, wenn ihr sinnloses Gerede hören wollt, dann würdet ihr wahrscheinlich andere Let's Player gucken und nicht mich. Habe ich recht? Habe ich recht? Habe ich recht? Oh Mann, das ist so sinnlos. Ich rede schon wieder sinnloses Zeug. Links, rechts, links, rechts, links. Das ist schon so... Stan? Hey, du! Sei vorsichtig, wenn du hier herumläufst. Das Gebiet ist noch nicht gesichert. Ich pass schon auf. Du bist ein ganz harter Kerl, was? Pass auf, mir ist egal, was du hier machst oder zu wem du gehörst. Aber dir sollte eins klar sein. Solange du hier draußen rumläufst, bist du ein Plünderer. Also geh besser nicht zum Hof. Da steht Severin. Das ist einer von den Wachen des Inquisitors. Wenn er dich sieht, wirst du sofort verhaftet. Hast du erlebt, wie die Ruinen aus dem Boden gekommen sind? Ich hab's nicht gesehen, aber viel darüber gehört. Es fing an mit einem Erdbeben und dann brach überall auf der Insel die Erde auf und die Ruinen kamen ans Tageslicht. Mhm. Ja. Hier ist jetzt hier den Weg, auf den gerade der Pfeil zeigt. Hier. Der führt direkt zur Vulkanfestung nach oben. Da oben in der Ferne könnt ihr sie sogar schon sehen. So. Ich nerv's ein bisschen, dass der Held immer ein bisschen verspätet reagiert. So. Da ist noch ein Druidenschilling. Und ein Kraut. Und noch ein Kraut und ein Pilz. Und dann soll ich noch ein paar Minze pflanzen. So, und da ist auch der Hof, aber hier mache ich, denke ich mal, einen Schnitt. Und wir sehen uns dann nächste Episode wieder, weil da gibt es auch noch zwei Quests, die ich machen will. Und danach gehen wir zur Vulkanfestung. Also, bis dahin.